frisch auf, frisch ans Werk und Frischkäse. Heute geht's um Max Frisch. Ich weiß zwar nicht, ob er ein Rockstar war, so dass er den Elvis Juice verdient, aber er war seiner Zeit sicherlich ja schon sehr bekannt. Mit Dürrenmatt, der 10 Jahre jünger war, war er oder ist er wahrscheinlich einer der bekanntesten Schweizer Schriftsteller. Auch wenn er der Gegenwart leider nicht erhalten bleibt. Blieb. So, in dem Sinne fühle ich mir schon einmal ein. Elvis Juice ist auch von BrewDog. Ich hatte da schon mal das Punk IPA gehabt. Der Elvis Juice ist ein Bier infused mit Grapefruit. Ergo wird die Bitternis von der Frucht etwas weggenommen, da sie wunderbar mundet. Prost. Ja, munden wir euch heute hoffentlich auch die Buchvorstellung. Und den Autor, um den es heute geht, ich erwähnte es, Max Frisch, wurde am 15. Mai 1911 geboren in Zürich. Und in ihm herrschte eine prinzipielle Unsicherheit vor über den Lebensweg, den er einschlagen will. Denn für ihn war eine bürgerliche und eine künstlerische Existenz parallel zueinander unvereinbar. Deswegen gab es da den einen Lebensweg, den er einschlug, und zwar den des Germanistikstudiums. Dort lernte er Werner Konings kennen. Der hat ihn so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, rangeführt an die Literatur, aber doch immer wieder wichtige Impulse gegeben für sein Schreiben, für sein späteres Werk. Der Vater von Konings stellte später auch ein Stipendium aus für Max Frisch. Also es hat eine Freundschaft existiert zwischen den beiden. Und da gab es dann natürlich noch diesen zweiten Lebensweg, der so gewissermaßen ein Vorgeschmack für das Künstlerdasein war, wenn man das so bezeichnen will, denn er veröffentlichte in der Neuen Züricher Zeitung seinen ersten Beitrag, später auch viele Essays, zum Beispiel Wer bin ich, das hat er geschrieben kurz nach dem Tod seines Vaters. Und sehr, sehr viele von diesen Essays haben über Selbstbetrachtungen, Selbsterforschung beinhaltet. Und darin hat sich auch schon der Hauptprotagonist seiner Bücher, seiner Romane wiedergespiegelt. Und zwar kann man den umreißen mit unentschlossener Intellektueller, mit Identitätsproblemen. Also eigentlich auch ein Problem der Neuzeit für viele Leute. Und am Scheideweg der beiden Lebenswege hat er sich dann für den zweiten Lebensweg entschieden gehabt. Das heißt, er hat weiter publiziert. Zum Beispiel hat er Beiträge geschrieben von der Eishockey-WM in Prag und hat sich somit seine erste große Europareise finanziert. Es sollten dann im Laufe der Zeit noch viele, viele Reisen folgen. Das hat er sehr gern gemacht, um Impressionen zu tanken. Reisen ist ja da auch viel Eindrücke, viel kulturelle Verbundenheit, die man da pflegen kann. Ergebnis war aber trotzdem, dass er unzufrieden war, deswegen hat er auch keinen erlernten Beruf. Und als solches hat er ein neues Studium begonnen als Architekt. Stipendium habe ich erwähnt von dem Freund des Vaters. Und das hat er auch abgeschlossen, hat er als Architekt auch gearbeitet. Das Schreiben zwischenzeitlich sogar komplett sein lassen, Sachen verbrannt, dann wieder angefangen mit Schreiben. So eine klassische On-Off-Beziehung, was den Lebenswege anging. Aber es gab einen stetig wachsenden Erfolg. Langsam, es gab also nicht diesen Durchbruch, wenngleich Stiller für viel Beachtung in der Öffentlichkeit gesorgt hatte, gab es immer nur diesen langsamen Wechsel oder diesen langsamen Anstieg an Bekanntheitsgrad. Er hat dann zwischenzeitlich auch am Züricher Theater gearbeitet und selbst Theaterstücke geschrieben. Aus der Schule wird sicherlich Andorra und Biedermeier und die Brandstifter, beides Werke, die ich nur empfehlen kann, wird vielen Leuten noch im Kopf sein. Und darauf begründet sich auch heute noch der Ruhm von Max Frisch, gemeinsam mit seinem Roman. Er selber starb dann an Darmkrebs am 4. April 1991, ebenfalls in Zürich. Ich habe mich natürlich wieder auf den Weg begeben für aktuelle Bezüge und da habe ich zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung gefunden, dass es dort eine Aufführung gibt, Graf Oederland. Im Zuge der ganzen Corona-Problematik gab es das bisher nur als Stream. Jetzt wird es demnächst im Münchner Resistenztheater auch uraufgeführt vor Publikum, denn dafür hat man eine sehr aufwendige Bühnengestaltung gemacht mit einem schwarzen Trichter,
Max Frisch, das war aber eins seiner Lieblingsstücke. Ich selber kenne das Stück nicht, aber wie es so oft so ist, zwischen dem, was das Publikum als bestes Stück des Autors ansieht und zwischen dem, was der Autor selbst am wertvollsten betrachtet, herrscht manchmal eine kleine Diskrepanz. Dann habe ich noch gefunden, Deutschlandfunk Kultur, der Beitrag Behaust und Unbehaust, war mehr oder weniger eine Vorschau auf eine Sendung, die sich um Max Frisch gedreht hatte. Es lohnt sich aber trotzdem, in den Beitrag mal reinzuschauen, den ich euch unten verlinke, denn es geht sehr viel mehr in die Tiefe und es ist auch noch ein schönes YouTube-Video von Max Frisch eingebettet, wo er sich durch Zusammenschnitte mehr oder minder selbst interviewt. Und das sind ganz lustige Ansätze, die vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe und noch sagen werde, auch noch vertiefen. Deutschlandfunk Kultur hat ein neues Buch vorgestellt, Halten wir einander fest und halten wir alles fest. Darin geht es um einen Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger, zwei Freundinnen, zwei Stimmen aus der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur, die sich gegenüber diesem, naja, Literaturmännerbetrieb quasi durchsetzen wollten und einander Stützen geboten haben. Und die Erstgenannte war auch eine gewisse Zeit mit Max Frisch verheiratet, deswegen ist er natürlich dort auch irgendwo Akteur dann in diesem Buch, in diesem Briefwechsel. Ja, speziell soll es heute gehen um jenes Buch, Max Frisch. Mein Name ist Gantenbein, das wird man nicht lesen können. Das ist auf den beigefarbenen Leinwand-Einband mit Goldschrift nicht so gut durchdacht. Aber sei es drum, das Buch selbst ist umso schöner. Das kam auch ganz allein von mir. Diesmal musste ich da gar keinen Handschlag für krumm machen, denn nachdem ich die Schulliteratur, Andorra, Biedermeier und die Brandstifter für mich entdeckt hatte, hatte ich immer wieder in Antiquariaten zu Büchern gegriffen, wenn ich Max Frisch den Namen gesehen hatte. Und das hatte meine bessere Hälfte auch auf dem Schirm gehabt und hatte mir dann aus dem Reisebüro vorne auf der Landsberger Straße, die witzigerweise oder paradoxerweise einen Bücherwühltisch auch haben, hat sie einen Max Frisch für mich gesehen und so ist der Max Frisch ganz alleine zu mir gekommen, was ich auch sehr begrüße. Der Roman Mein Name sei Gantenbein behandelt so ein bisschen die gescheiterte Beziehung zu Ingeborg Bachmann, die ich jetzt vorhin schon mal gerade bei den aktuellen Bezügen auch erwähnt hatte. Nachdem beide sich getrennt hatten, mussten beide ein Ventil finden, um das auch zu verarbeiten. Die Grundausgangssituation in dem Buch ist, dass jeder seine Erfahrungen im Leben sammelt und sich dafür die passende Geschichte ausdenkt. Der Erzähler in dem Buch denkt sich zum Beispiel Theo Gantenbein aus, dem, der nach einem Autounfall zu erblinden droht, was aber abgewendet werden kann. Aber er beschließt dann weiterhin den Blinden zu spielen, sodass er die Menschen beobachten kann aus seiner sicheren Position heraus, um quasi nicht mehr auf das Weltgeschehen reagieren zu müssen und ja, verstellt sich dann. Und damit bin ich dann auch schon im Buch selbst drin. Ja, schöne antiquierte Bücher, da gibt es auch immer so ein paar kleine Überraschungen. Hier habe ich zum Beispiel ein schönes Lesezeichen von 2012. Top aktuell, aber hat mir seinen Zweck auf jeden Fall erfüllt beim Lesen. Und manchmal gibt es auch so schöne, niedliche Widmungen. Aber die Augen sind blind, man muss mit dem Herzen suchen. Aus Der kleine Prinz, schön mit Bleistift reingeschrieben, wunderschöne Schrift. Aber zurück zu Max Frisch. Ein Mann hat eine Erfahrung gemacht. Jetzt sucht er seine. Ein Mann hat eine Erfahrung gemacht. Jetzt sucht er die Geschichte seiner Erfahrung. Im Prinzip das, was ich jetzt als Einleitung schon mal gesagt hatte, nochmal mit den Worten des Buches. Die Vorteile überwiegen. Bloß beim Anzünden. Jetzt blickt er auf das zuckende Flämmlein, obschon seine Zunge schon weiß, der Tabak brennt. Der Nachteil, der ihn am meisten ängstigt, die Verinnerlichung, der seine Blindenrolle ihn aussetzt. Jetzt raucht's. Gantenbein ist immer wieder erleichtert, dass er nicht wirklich blind ist. Die Pfeife würde anders schmecken, wenn man den Rauch nicht sähe. Bitter, betäubend, wie eine Tablette oder eine Einspritzung, aber unlustig. Die kleine Begegnung mit Camilla Huber neulich bestärkt ihn in seiner Hoffnung, die Menschen etwas freier zu machen,
frei von der Angst, dass man ihre Lügen sehe. Vor allem aber, so hofft Gantenbein, werden sie besser kennengelernt und es entsteht ein wirkliches Verhältnis, in dem man auch ihre Lügen gelten lässt. Ein vertrauensvolleres Verhältnis. Ich sitze in einer Bar, Nachmittag, daher allein mit dem Barmann, der mir sein Leben erzählt, ein trefflicher Erzähler. Ich warte auf jemand, während er die Gläser spült, sagt er. So war das. Ich trinke. Eine wahre Geschichte also. Ich glaub, sage ich. Er trocknet die gespülten Gläser. Ja, sagt er noch einmal. So war das. Ich trinke und beneide ihn nicht um seine russische Gefangenschaft, aber um sein zweifelloses Verhältnis zu seiner Geschichte. Sagt er, wie das wieder regnet. Darauf gehe ich nicht ein, sondern trinke. Jede Geschichte ist eine Erfindung, sage ich nach einer Weile, ohne deswegen an den Schrecknissen seiner russischen Gefangenschaft zu zweifeln. Grundsätzlich, jedes Ich, das sich ausspricht, ist eine Rolle. Herr Doktor, sagt er, noch ein Whisky? Herr Doktor, unsere Gier nach Geschichten, sage ich und merke, dass ich schon zu viel getrunken habe. Es zeigt sich daran, dass ich meine Sätze nicht zu Ende spreche, sondern annehme, man habe mich schon verstanden, Kraft meiner Einsicht. Vielleicht sind es 2 oder 3 Erfahrungen, was einer hat, sagte ich. 2 oder 3 Erfahrungen, wenn es hochkommt, das ist's, was einer hat, wenn er von sich erzählt. Überhaupt, wenn er erzählt, Erlebnismuster, aber keine Geschichte. Sagte ich, keine Geschichte. Trotzdem habe ich es, wie sie später zeigte, nicht vergessen, während ich vieles, was ich wirklich getan habe, wirklich vergessen habe. Das ist merkwürdig. Es scheint, dass es vor allem die wirklichen Taten sind, die unserem Gedächtnis am leichtesten entfallen. Nur die Welt, da sie ja nichts weiß von meinen Nicht-Taten, erinnert sich mit Vorliebe an meine Taten, die mich eigentlich bloß langweilen. Manchmal scheint auch mir, dass jedes Buch, so es sich nicht befasst mit der Verhinderung des Krieges, mit der Schaffung einer besseren Gesellschaft und so weiter, sinnlos ist, müßig, unverantwortlich, langweilig, nicht wert, dass man es liest, unstatthaft. Es ist nicht die Zeit für Ich-Geschichten. Und doch vollzieht sich das menschliche Leben oder verfehlt sich am einzelnen Ich, nirgends sonst. Gewöhnt an die natürliche Zunahme der Sterbefälle in seinem Jahrgang und gewöhnt an gewisse Ehrungen, die seiner Vergangenheit gelten, ein 60er. Dem man eine geistige Frische zu versichern beginnt und dies immer offenherziger, wird er über sein Alter nicht klagen. Im Gegenteil, er wird eine Würde daraus machen, betroffen, dass diese Würde keineswegs lächerlich erscheint, sondern nachgerade angemessen. All dies ist nicht aufzuhalten und vielleicht wird er noch 70, ja, dank den Mitteln moderner Medizin. Noch ist es nicht so weit, dass man ihn auf Schritt und Tritt betreuen muss. Natürlich braucht er Hilfe, natürlich muss er sich schonen. Wofür? Sein Gedächtnis, obschon es nicht mehr ausreicht, um eine fremde Sprache zu lernen, wird erstaunlich sein. Er wird sich in die fernsten Dinge erinnern, die ihn einmal beschäftigt haben. Die jungen 40-Jährige werden untereinander streiten, während er daneben sitzt, in Verschonung. Seine Ansichten sind nicht mehr zu ändern. Er wird täglich einen Spaziergang machen, vielleicht mit einem Stock. Jedenfalls mit einem Hut täglich die Zeitung lesen, um nicht in der Vergangenheit zu spazieren. Gegenwart? Er weiß, wie es zu dieser Gegenwart gekommen ist. Manchmal wird er erzählen von seinen persönlichen Begegnungen mit Männern, die diese Gegenwart herbeigeführt haben. Von dieser Zeit die Geschichte ist. Jedes Mal dasselbe. Warum hat man sich nicht erhängt? Das ist eine von diesen Ausflüchten, sehr, sehr viele Einleitungen von diesen Fantasien, der innerhalb des Buches nachgeht, leiten ein mit, ich stelle mir vor, ich stelle mir vor, ich stelle mir vor. Und jedes Mal, wenn ich diese Wortgruppe höre, denke ich automatisch auch an das Buch, weil das so exzessive Wiederholung einfach fand. So.
Wo eine Liebe ist, da ist auch ein Flugzeug nach Uruguay. Ich sehe die Fragezeichen über euren Kopf. Meine Frau hat genauso reagiert, als ich das vorgelesen habe. Aber ich finde das tatsächlich schön. Das klingt so utopisch, ein Flugzeug nach Uruguay. Aber ja, manchmal ist die Liebe auch ein Flugzeug nach Uruguay. Oder ein Beweis der Liebe. Whatever. Gespräch mit Buri nach einem Schach, das ich verloren habe. Über Frauen, scheinbar über Frauen. Eigentlich aber über Männer, die Unheil anrichten, indem sie die Frau zu wichtig nehmen. Da kann man überhaupt nichts von der Trennung erkennen, finde ich. Buri, soweit ich ihn begriffen habe. Ein Mann, der an seiner Frau leidet, ist selbst schuld. Was Männer hörig macht, ihre Verachtung der Frau, die sie sich selbst nicht eingestehen. Daher müssen sie verherrlichen und stellen sich blind. Wenn die Wirklichkeit sie unterrichtet, laufen sie zur Nächsten, als wäre die Nächste nicht wieder eine Frau und können von ihrem Traum nicht lassen. Was man verachtet, ihre Passivität, ihre Koketterie, noch da, wo es um ganz andere Dinge geht, die Permanenz ihrer Frau-Mann-Position, alle anderen Interessen entlarven, sich als Vorwand oder Tarnung oder Zwischenspiel ihr unstillbares Liebesbedürfnis, ihre Gewöhnung daran, dass sie bedient werden, Streichhölzer, und immer das Vorrecht haben, enttäuscht zu sein. Überhaupt ihr Hang zum Vorwurf, wobei der Vorwurf erraten werden muss, ihr Schweigen können, sie wollen und können sich selbst undurchsichtig bleiben, ihr Dulden können, ihr Kniff, das Opfer zu sein, dazu ihre entsetzliche Tröstbarkeit in jedem Augenblick, ihre Flirtanfälligkeit, noch im Glück, ihre Bereitschaft und List dabei, dass sie es dem Mann überlassen, was geschieht, und wenn der Mann, um handeln zu können, wissen möchte, woran er ist, ihre Kunst des Offenlassens. Sie überlassen ihm die Entscheidung und dann damit die Schuld von vornherein, ihre Kränkbarkeit überhaupt, ihr Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit und dazu der geisterhafte Wankelmut ihrerseits, kurzum, ihr Zauber. Der Mann gibt sich ihm umso ritterlicher, je mehr Verachtung er zu verheimlichen hat. Der biologische Unterschied, die Frau kann in einer Nacht mit 10 Männern zusammen sein, der Mann nicht mit 10 Frauen. Er muss Begierde haben, sie kann es geschehen lassen, auch ohne Begierde. Deswegen ist die Hure möglich, aber nicht das männliche Gegenstück. Die Frau, zur Schauspielerei genötigt durch die Eitelkeit des Mannes, spielt ihre Auflösung im Genuss, auch wenn er ausbleibt. Der Mann weiß nie ganz sicher, was für die Frau wirklich geschehen ist. Es ist der Mann, der sich preisgibt, nicht die Frau. Das macht ihn misstrauisch. Die Frau ist ein Mensch, bevor man sie liebt, manchmal auch nachher. Sobald man sie liebt, ist sie ein Wunder, also unterhaltbar. Verrat, wenn man es einmal so nennen will, hat nicht stattgefunden. Ich lösche die Spule, die mich nur eines gelehrt hat. Ich lechze nach Verrat, ich möchte wissen, dass ich bin. Was mich nicht verrät, verfällt dem Verdacht, dass es nur in meiner Einbildung lebt. Und ich möchte aus meiner Einbildung heraus, ich möchte in der Welt sein. Ich möchte im Innersten verraten sein, das ist merkwürdig. Beim Lesen der Jesusgeschichte hatte ich oft das Gefühl, dass es dem Jesus, wenn er dem Abendmahl vom kommenden Verrat spricht, nicht nur daran gelegen ist, den Verräter zu beschämen, sondern dass er einen seiner Jünger zum Verrat bestellt, um in der Welt zu sein, um seine Wirklichkeit in der Welt zu bezeugen. Also rauche ich meine Pfeife. Ja, man wird sich denken können, er war selber passionierter Pfeifenraucher und man hat wenig Bilder ohne Pfeife gefunden. Dann kann man das schon gern mal in seinen Schriftstücken auch mit niederlegen. Der offene Sarg stand ziemlich senkrecht aus dem gurgelnden Wasser. Die Leiche lehnte drin. Camilla machte ein U-Gesicht. Ja, sage ich. So war das. Scheußlich. Dabei hätte er es beinahe erreicht, sage ich mit Blick auf meine Fingernägel, die wieder einmal in Ordnung sind. Beinahe. Was erreicht? Abzuschwimmen ohne Geschichte. Ja, so viel zu meinen Zitaten. Ich glaube, daraus kommt schon ziemlich deutlich hervor, was ich gesagt hatte, dass dieser Zwiespalt, dieses Identitätsproblem
seitens von Max Frisch selbst. Was mich selbst an dem Buch so fasziniert hat, das war dieses Experiment des Blindstellens und mit all seinen Abschweifungen, die dann auch passieren innerhalb des Buches, dieses ich stelle mir vor und wie er quasi dadurch einen Fuß nach vorn setzt, ohne den Fuß wirklich nach vorne zu begehen, immer mit diesem Sicherheitsempfinden, dass er den jederzeit zurückziehen kann, weil er ihn eben noch nicht getan hat. Und ja, das ist auch diese Art von, ich trage ein Geheimnis in mir oder auch, ich verschaffe mir vielleicht einen gewissen Wissensvorsprung, um herauszubekommen, wer es eventuell wirklich ehrlich mit mir meint. Und ich habe nach der Lektüre dann selbst nachgedacht. Ich beobachte zum Beispiel gern Menschen jetzt auf keine pervers-voyeuristische Art oder Weise. Also alles im Rahmen der Gesetze. Hoffe ich. Aber auch wenn man Menschen beobachtet, jetzt zum Beispiel Arbeitskollegen oder Bekannte, auch da habe ich an mir gemerkt, man probiert davon, irgendwas von den Menschen herauszufinden, was eventuell gar nicht stimmt, aber auch um diesen Wissensvorsprung zu bekommen. Das ist jetzt vielleicht nicht so geartet, wie sich blind zu stellen, aber es ist trotzdem dieses Gefühl von, man kann sich nicht unvoreingenommen aufeinander einlassen. Man muss diese Verletzlichkeit, die man in sich selber spürt, in eine Rüstung packen. Zum einen, dass man, weil man glaubt oder hofft, dass eventuelle Pfeile, die sie dann treffen könnten, abprallen. Aber das macht natürlich auch den eigenen Körper, die eigene Seele schwerer, unbeweglicher. Aber allein, dass dieses Buch so viele Rückschlüsse dann zulässt und so viel Gedankengut Freiraum lässt, um solche Rückschlüsse erstmal ziehen zu können, macht es auf jeden Fall lesenswert. Und ich bin mir sicher, wenn ihr es lest, dann findet ihr ganz andere Rückschlüsse. Und deswegen stelle ich mir jetzt einfach vor, wie ihr das nächste Mal im Antiquariat seid oder in einem Bücherschrank eure Blicke schweifen lasst über die verstaubten, dreckigen Bücherrücken und da irgendwo in der hinterletzten Ecke seht ihr einen Max Frisch mit dem Titel Mein Name ist Gantenbein und dann greift ihr zu und dann könnt ihr euch selber was vorstellen. In dem Sinne, macht's gut, schönen Abend noch, schönen Morgen. Warum auch immer ich mit Nacht anfange, weil es hier drin wahrscheinlich so dunkel ist. Dann, dass euch die Nacht nicht überwältigt. Bis bald.